Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Playstage-Reihe und ja, meine Damen und Herren, ihr habt entschieden, beziehungsweise die Umfrage hat sich entscheidet, mit der größten Abstimmung jetzt hier kurz eingeblendet. Ich bedanke vielmals für die rege Anteilnahme für dieses Voting und ich bin mit sehr großer Freude dabei, meine New Game Plus mit euch zu starten. Ich werde das natürlich auf Standard spielen, nicht irgendwie auf Veteran oder so, um mir das irgendwie noch angenehmer zu machen. Ich werde versuchen, ein paar Taktiken zu übernehmen, die schon so herumgesprochen wurden, die gezeigt wurden, die mittlerweile da sind. Jetzt keine Glitches oder sowas. Ich werde hier versuchen, denke ich mal, den Start hier auch jetzt nicht zu überspringen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich auch, wieder Resident Evil für euch hier aufzunehmen. Und das mit dem vierten Teil des Remakes. Und das ist schon, ohne Scheiß, glaube 2 Jahre her, dass ich letztes Mal hier Resident Evil gecovert habe. Ich glaube, ich habe auch gefühlt darauf gewartet, dass der vierte Teil im Remake-Form hier kommt und ja, ich bin hoch erfreut und dann wollen wir mal gucken, wie ich mich hier schlagen werde. Ja, ich habe kurz mal reingeguckt, Profi ist hier drin. Ich würde sagen, nein, machen wir nicht. Profi, Alter, nein. Dafür müsste ich das Spiel erstmal richtig gut lernen, damit ich das kann. Wir machen das auf Standard. Und, ja. Ich würde sagen, ich habe alles eingestellt, was ich einzustellen habe, glaube ich. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. Ah, eine neue Brut bahnt sich an. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. Ah, hier wird endlich mal, sagen wir mal, besser reingeführt. The pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. Dass es so fucked up ist, finde ich genial. So tell me, Yankee. Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Ha
Das ist jetzt auch mal ein ganz großer Unterschied, dass es eher so bei Dunkel startet, also bei Nacht. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Nature calls. Ich weiß nicht, ob das eine kleine Look at you, Double McCry ist. ¿Te has bebido el bar entero? Also ich meine, bei Devil May Cry 3 wird das erste Mal, wenn Arkham kommt. Nature Calls is in the bag. Naja, wie gesagt, wir haben die Existenz, also die Alpha-Existenz von Resident Evil 4 zu verdanken, dass es Devil May Cry überhaupt gibt. Ich weiß nicht. Vielleicht interpretiere ich auch ein bisschen zu viel rein. Aber trotzdem gibt es hier ein paar Anspielungen, die nur auf Englisch funktionieren. Und es gibt, es ist auch toll, dass der Synchro-Sprecher von Leon S. Kennedy aus Remake 2 hier wirklich einen guten Job macht, als, ja, dass ihn stark charakterisiert. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Ich finde das, ich finde, der verhält sich total weird, aber das. Don't watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Ich finde auch die One-Liner, das sind, das ist so eine Art Schutzmechanismus, wie es Leon tatsächlich geht. Ich meine, diese One-Liner sind ja auch ein Part von ihm. Okay, und let's go. Ich werde jetzt ein bisschen nicht versuchen, also ich werde so einen Mittelweg versuchen, dass was ich kenne, werde ich hier ein bisschen so gehen. Hier, ja. Ich meine, der Detailgrad hier. Jo. Wer stellt diese Kerzen hin? Wer stellt gottverdammt diese Kerzen hin bei Resident Evil? What the hell is going on? Aber der atmosphärische Aufbau ist schon mal wirklich gut. Ja, tatsächlich, hier ist nichts. Ja, hier ist tatsächlich nur die Tür. Okay, bevor wir in die Tür reingehen, kurze Pause. Ich muss doch hier was machen. Bin gleich wieder da. Puh, alles klar. Puh, da sind wir wieder. Ich habe die auch irgendwie so 2, 3, 4 Mal gespielt, um meine Route hier so klar zu kommen. Ich werde, ja, wie ich sag's, ich werde versuchen, so zwischen, ja, ein bisschen normal spielen und ein bisschen das, was ich kenne, ein bisschen, so ein bisschen das schmackhaft noch zu machen und nicht irgendwie. Ja, okay, ich werde hier schon versuchen, gekonnt zu spielen, klar. Jedenfalls jetzt nicht irgendwie auf Standard unbedingt S-Plus-Rang zu bekommen. Aber die Stellen, die wir möglicherweise überspringen könnten, die würde ich in Erwägung ziehen, beziehungsweise mir die Wege einfacher machen. Ich werde auch versuchen, möglichst survivalmäßig jetzt durchzugehen und nicht jeden Kampf entgegenzukommen. Das habe ich im letzten Playthrough gemacht. Und das war hart. Daher finde ich, Standard ist ziemlich okay. So, das ist die allergrößte Frage, die ich mir schon nach der Demo gestellt habe.
Wie zur Hölle ist er in diesen Keller gekommen? Klar, das kann in dem Moment passiert sein, wo ich hier mit dem Typen hier im Keller war. Aber dann muss das sehr fix gewesen sein. Man, that stinks. Ach so, stimmt, das ist der erste. Den zweiten hängen sie. Ach, so dumm ist das. Ja, Entschuldigung. Jetzt habe ich meine Logik selber beantwortet. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir hier die Dingens haben. Die. Ich muss erst mal gucken, weil das ist nach dem letzten Playthrough dabei. Das Messer. Das bräuchte ich nicht. Okay. Ich habe die Red 9. Die Waffe werde ich. Ich werde gewisse Waffen wechseln. Das wird über. Also, ich werde versuchen, ein paar Upgrades zu machen für mich selber. Heißt es jetzt die hier, die Riot Gun, werde ich, glaube ich, dann ersetzen. Ich werde die Red 9 auch ersetzen. Genauso wie. Die Broken Butterfly, die werde ich dann auch upgraden. Also, beziehungsweise für mich upgraden. Weil die Red 9 ist tatsächlich nicht mehr so stark wie im alten Spiel, persönlich gesehen, jetzt, also für meine Vorgehensweise. Ich glaube, die Flinte werde ich aber, glaube ich, behalten, obwohl die Stingray bessere Durchschlagskraft haben sollte. Ja, ich habe hier aber, ich kann hier aber trotzdem was herstellen, dann mache ich trotzdem hier Shotgun Ammo. Und wie viel habe ich? Ja, ich habe nur noch einen, alles klar. Ja, ich werde jetzt hier automatisch sortieren, da werde ich jetzt nicht lange drum rumfackeln. Alles klar. Ja, ich habe ein rotes Visier, ich komme besser klar, wenn ich hier ein rotes Visier hier nehme. Ja, sehr schön detailliert. Das ist hier der gute, wie hieß er? Mario Fernandez Castelo, Polizeibeamter. Dann wollen wir mal den Schlüssel hier reinstecken. Atmosphärisch haben die wirklich hier echt einen coolen Raum gemacht. Also ohne Zweifel, das ist schon wirklich atmospheric. Ich finde auch die Charakterzeichnung, also wie Liam breiter geworden ist in den bestimmten Punkten, dass er ein Training durchgemacht hat. Hey! Achso. Ja, okay. Jetzt wird er gerade entführt. Ah, ich werde hier gerade weggebracht. Junge. Die krabbeln nach mir. So. So, kleiner Tipp. Egal, ob das jetzt New Game Plus ist oder nicht. Wo ist das? Hier kommt der erste Gegner runter. Und der erste Gegner. Das ist einer der. Den könnt ihr ja ganz einfach entweichen, weil der ist nur dazu da, um euch zu beißen. Weil der, das ist Munitionverschwendung. An den würde ich auch vorbeigehen. Der bemerkt euch nicht. Ich schleiche trotzdem hier, weil ich ein besseres Gefühl habe. Dann den Herb nicht vergessen. Okay. Und dann raus hier. Da sind wir schon mal Ashley zum ersten Mal auf dem Foto. Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here, what's your sit rep? President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. We need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. Gotta go. Talk later.
myself out. Haha. Haha, kannst nicht hinterher springen. Yeah. Ja, Leon hat bestimmte Verhaltensweisen. Achso, und hier sind wir die Blutspur von unserem Polizeifreund. Der müsste eigentlich schon ziemlich ausgebreitet sein. Meine Fresse. Der arme Kerl hier. Also der zweite Polizeibeamte. Naja, okay. Ich werde hier jetzt nicht irgendwie... Warte. Zeigt er das an? Zeigt er hier meine Weste schon an? Tatsächlich. Ja, Leon, geh mal ein bisschen zum Licht. Tatsächlich. Oder? Ah, kann ich ein bisschen schlecht sehen, aber auf jeden Fall. Grafisch-technisch ist das auf einem sehr guten Niveau. Jetzt nicht so hoch wie Devil May Cry 5. Aber ein Upgrade, was das Remake angeht, denn es kommt ja immer noch. Speichern wir das. Das ist nämlich mein erster Run. Ich meine, das ist hier ja immer noch auch ein PS4-Game. Und deswegen ist das an sich ein sehr leichtes Upgrade, beziehungsweise das auf beiden ziemlich gut läuft. Meine Güte bin ich. Oh, Sattler. Ja, ja. Die Vögel können mich mal. Aha. Ich werde versuchen trotzdem, mit denen kann ich ja hier noch kämpfen. Das ist ja nicht so extrem hier. Ich dachte, der kommt jetzt raus, ey. Hä? Ist da noch einer? Ich hab da wieder einen gehört. Die bestplatzierte Bärenfalle. Die kenne ich, ja. Ja, ich riskiere einen Schuss. Ist mir fuck egal. Also wirklich. What? Wow! Das habe ich noch nie geschafft. Ah, oh, der kippt ja einfach um. Flashbang. Das ist ja geil. Weg ist er. Das ist ja easy. So. Machen wir das so. Flashbang ist da. Habe ich die ausgerüstet? Ja, okay. Okay. Ich meine, die Kämpfe muss ich nicht unbedingt machen, aber ich mache sie ja trotzdem. Okay, ich werde jetzt versuchen, mal gucken, wie lange ich das durchhalten werde, aber ich werde jetzt versuchen, hier diesen Kampf doch zu machen. Gewisse Aspekte will ich doch vielleicht ganz machen, aber dann gibt es bestimmte Momente, wo ich sage, ja, da kann man es mal machen. Ja, da rennt die Alte. Holy shit. Fuck. Okay. Alte, rennst du vorbei oder rennst du nicht vorbei?
Ich weiß nicht, sie ist ja da nach hinten gelaufen, ne? Ah, jetzt rennt sie da. Okay, ich werde jetzt versuchen. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen zu farmen. Steht da schon einer? Nee. Da steht noch keiner. Weil bei dem ganzen Chaos. Bei dem ganzen Chaos. Kurzes Card. So ein Mist. Aber ich habe ja das grüne Card gesehen, da werde ich das gleich mischen. So. Ich fühle mich halt sicherer, wenn ich hier durch die Gegend schleiche. Ich meine, diese Wege, die habe ich jetzt schon, weiß nicht wie oft schon gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, das sechste, siebte Mal. Und manche Kisten sind hier tatsächlich random, also. Guck mal, da hinten ist noch eine. So. Okay. Hier ist ein Schlüssel. Habe ich noch einen Schlüssel mit? Ja. Geld ist gut. Geld brauche ich. Okay. Okay, okay, okay. Ich werde es gleich auslösen, aber ich werde jetzt erstmal meine Vorgehensweise erstmal machen. Die können ruhig noch was machen. Tatsächlich, das ist so randomized, das ist Hammer. Okay. Let's fucking go! Da ist er, Chainsaw Man! No, 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 no. Oh, sorry. Next. It's present for you. Oh, Ficker. Oh, sonst sterbe ich gleich. Yo, fucker! Oh! Oh!
Oh! Oh! Keep coming. Oh! Na los, komm her. Es ist schön, dass das automatisch auslöst. What? Hier. Wow, 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 wow. Nope. Na los, komm an. Und du? Willst du auch? Er ist weg, Baby! Er ist weg! Na los, komm an, Baby! Spielen wir ein bisschen Mohun, Baby! Na los, komm her. Das ist ein guter Spot. Scheiße. Ich wollte noch von dem was haben. Huh. Ja, das war doch gar nicht mal schlecht. Man hätte jetzt hier, speziell im New Game Plus, weil man jetzt die Sniper hat, also die Flinte, hätte man das jetzt überspringen können, wenn man auf die Glocke schießt. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon ein bisschen kämpfen und mir ein paar Gelder hier verdienen. Naja, wir haben uns ein paar Mal greifen lassen. Finde ich, ist auch der schlimmste Move hier. Also Leute ohne Waffen sind viel schlimmer als ohne. Weil die können immer greifen. Say the line, Leon. Say it. Where's everyone going? Bingo? España! Ja. So ein Ausflug nach einmal nach Europa, das ist anscheinend nichts für ihn. To the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. First out. Okay, wir werden jetzt erstmal ein bisschen loot, Baby. Ich weiß, ich habe nämlich die Shotgun-Muni hier vergessen. Ja, meine Red 9, die ist eigentlich ganz schön gut aufgebohrt hier.
Was? Ich habe keinen Diamant bekommen, nur Geld? Ach, das ist schade. Das ist ja echt schade. Hat hier keiner was gedroppt? Oh, doch. Da ist der Smaragd. Sehr schön. Dann habe ich doch den Smaragd. Ich will den mal triggern. Schlüssel habe ich nicht. Okay. Hier lag irgendwo noch ein Ei. Hier liegt immer ein Ei. Irgendwo liegt hier immer noch ein Ei. Okay. Ah, scheiß Bärenfalle. Ach, ich denk nicht immer an der. Braunes Hühnerei. Na los. Oh, da ist die Kuh. Ja, wollen wir noch ein bisschen rumgehen? Hier waren noch ein paar Leute. Ja, dass ich die Handgranate gleich benutzt habe bei dem. Weiß nicht, ob das jetzt von Vorteil war. Ich glaube, ich habe hier sonst alles. Ja. Karte sagt, du bist fertig. Ja, da hinten. Ich war ja hier überall ausgiebig, deswegen. Kann man schon sagen, dass ich hier überall war? Ach so, ja, da bin ich gleich in der Demo. Für haben die ja Feuerzeug geworfen. Du gehst erstmal hier oben hin, denkst du, oh, alles super. Jo, bleib hier oben. Bam. Und dann bin ich gleich in der Demo bei dem Dr. Salvador hier gestorben. Also das ist... Ja, da denkt man auch so, ja, das kannst du besser. Und, weil ich davon zu wenig habe, mache ich mal Gewehrmunition, oder? Ja. Davon kann ich ein bisschen was machen. Ah, Pistolenmunition habe ich eigentlich genug. Oh, ich habe doch eine Granate. Naja, okay. So, 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 so. Die Butterfly werde ich dann gleich hier wegstecken. Ich wollte eigentlich noch hier hin. Denn jetzt auf dem Weg zum nächsten Gebiet, da gibt es noch... Oh, Mann. Ja. Dann bewahren wir das so auf. Ja. Alles klar. Oh. Dann können wir jetzt erstmal weiter hier entlang gehen. Da werde ich jetzt versuchen, ein bisschen abzukürzen, weil ich habe doch eine Granate. Das vereinfacht mir den Weg. Ruby. Baby. Ruby, 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 Ruby. Ja, Linus? War da hier noch was? Nee. Ja, 23 Schuss, das reicht. Meine Marine Red 9, die ist völlig, völlig gut ausgerüstet. There it is. Okay. Ich werde hier noch ein bisschen rumspielen, bevor ich dann tatsächlich hier weggehe. Das ist doch an sich aber gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht.
Ich werde versuchen, erstmal den hier zu stealth killen. Oh fuck, nein, 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 nein. So, die Perlenkette, das ist schon mal etwas, was ich hier ist er. Wo? Na los, komm, Bitch. Ja, die macht sau viel. Deswegen, man kann eigentlich hier chillen. Das ist eigentlich ganz, ganz okay hier. Denko dran. Ja, das ist hier. Das ist, ah, ich habe ja den Schlüssel. Habe ich den Schlüssel? Nein. Ja, da ist noch einer. Ich krieg zu viel. Ich kann gleich wieder eine Botanik hier aufmachen. Typisch Resident Evil, Leute. Die können echt eine Botanik hier aufmachen. So viel Kräuter und Health, die ich hier bekomme. Moment, hab ich, ja, ich weiß, da ist ein Schatz. Manche Kühe werden aggressiv, also unterschätzt diese Kühe hier nicht. Du kannst diese Tiere tatsächlich hier benutzen. Ja. Ich werde mich nochmal kurz hier umgucken, alles uploaden und dann werde ich mal versuchen, gleich hier diesen kleinen Vorsprung zu machen. Aber ich mache das halt nach meiner Art, also beziehungsweise, dass es noch spielmäßig aussieht. Ja, ja, mir fehlt noch eins. Ich weiß nicht mehr, wo der letzte war. Den lassen wir schön. Ah, ja, stimmt. Aber ich glaube, den brauche ich nicht mehr, ne? Ich glaube, ich habe mein Leben auf Maximum. Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt mir irgendwie weiterhelfen kann. Okay, wir haben 10. Immer noch nicht. Davon wäre nicht schlecht. Oder? Gewehrmunition, ach komm. Eine? Ja, komm, machen wir doch einmal. Gewehrmunition. Naja, Shotgun Shells können wir doch immer machen. So, gehen wir hier, gehen wir mal hoch. Ah, sag ich doch. Die gibt's hier noch. Weil bei diesem ganzen Vorbeigehen, würde ich schon ein paar Items hier lassen und das will ich nicht. Ne? Oh, wo ist der letzte? Hä? Der ist dort? Ah, okay, dann kann ich schon mal einen Treasure machen. Ich habe leider nur einen Edelstein. Warte ich noch damit. Also ich will das noch nicht triggern. Aber ich muss dadurch, ne? Ah, so eine Fuck-Scheiße.
Ja. God damn. Oh, da. Na los, komm her, Junge. Du auch? Ah, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Come on. Ja, der ist fertig. Du auch? Ja, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ach, ich gehe den Kampf ein. Ist mir doch kackegal. Das bringt mir Geld. Das bringt mir Loot, Alter. Da bin ich safe, Junge. Da. War doch halb so schlimm. War doch echt halb so schlimm. Weil den Skip könnte man machen, indem man hier die Granate reinwirft, dann sofort die Leiter hochgeht, das Item nimmt, hoch das Ding geht über die Leiter und dann setzt man das ein und dann rennt man vor dem weg. Ganz ehrlich, das ist doch nicht so schlimm. Das ist halt für den S-Plus-Rang ziemlich wichtig, aber ich muss sagen, ich habe eigentlich alles, ne? Ja, eigentlich habe ich auch alles gelootet, was ich wollte. Also an sich ist es mir das echt allemal wert. Ich habe jetzt leider keinen hier reinbekommen, um... Ich habe jetzt leider hier keinen reinbekommen, in diese Falle zu gehen. Das ist... Schade. Aber bevor ich weitergehe, da ist noch ein bisschen Loot. Lululu. Ich glaube, ich habe hier noch was vergessen. Weil, guck mal hier, der Schrank, ne? Ja. Rohstoff. Ja. Das hätte ich. Also wie gesagt, das hätte man skippen können, aber ja, ich guck noch mal, ob ich alles hab. Ja, ich versuche noch mal zu gucken, aber ich glaube, ich habe echt alles. Ja, dann haben wir das doch echt souverän geklärt. Die Kette von mir ist diesmal nicht schmutzig geworden, weil ich habe sie gleich abgeschossen. So, oh, die ist schmutzig geworden, Kacke. Und ja. Da verliert sie natürlich an Wert. So kostet die, denke ich mal, 5.000 oder 10.000. Aber wie schön das auch gezeigt wird, die Kisten, die ich zerstört habe, also... Dass das hier... Ah, ich hätte andersrum gehen können, aber naja, egal. Ja, guck mal, sonst hättest du eigentlich hier vollkommen den Stress, hier nochmal hinterher zu laufen. Die rennen ganz schön schnell. Also die sind ziemlich fix unterwegs. Also da würde ich auch sagen, ja. Ah, Loot. Ah, guck mal, hier ist die Lohnfahrt. Also, ne? Schönes kleines Easter Egg, die wir nicht benutzen. Ich erinnere mich nochmal daran, was in diesem Remake nicht drin ist. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Es war eine nette Passage, aber die ist halt hier nicht drin. Das ist jetzt... Ich finde das jetzt weniger schlimm, weil das Remake sich so gebaut ist, so anfühlt wie ein eigenes Spiel, was auch wirklich so gut durchdacht ist. Halt, ne? Deswegen, euch wird das Original ja nicht weggenommen. Ihr könnt es ja immer noch spielen und das ist ja halt ein bisschen... Ah, Lago. Da geht's schon hin. Mensch. Ich meine euch, das Original wird ja euch trotzdem nicht weggenommen. Denn das sind hier zwei grundverschiedene Spiele und beide haben ihre guten Aspekte wie auch schlechte.
beziehungsweise nicht so gute. Okay. Hast du einen Auslöser gehabt oder so? Also eins können die, ne? Oh, wow, 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 wow. Junge, ich hab dir den Arm abgeschlagen? Ich hab dir den Arm abgeschossen, meine ich. What the fucking going on hier in diesem Spiel? Wow, Alter. Und der geht immer noch. Naja, okay. Ja, Das ist ein Action-Spiel. Ich gehe auch actionmäßig vor. Ja, das tut weh. Leon, das tut weh. Okay. Die Fledermäuse sind hier nur Atmo. Keine tatsächlichen Gegner. Ich habe das versucht. Okay. Ich werde jetzt hier versuchen, das schnell und glimpflich zu machen. Ah, oh, die Bärenfalle. Moin moin, wie geht's euch allen? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ja, 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 du kannst mich mal. Weil ihr kommt hier nicht rein. Ihr kommt hier nicht rein. Ich weiß, ich lasse eine Menge Loot liegen. Aber auf die Kämpfe habe ich keine Lust. Hier eine sehr kleine, gute Referenz. Und die sind draußen dann immer noch am Ballern. What's that noise? What's that noise? Erstens draußen Dynamit, Leon. Und zweitens, da ist einer vielleicht im Schrank? Im Original? Nein. Da ist einer in den Anus, Alter. In den Anus und es reagiert nicht. Okay, ich weiß nicht, ob Capcom da dann gedacht hat, da Stagger Points reinzumachen. Denn da ist er. Wirklich cool charakterisiert. It hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, Senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just some time then, huh? Joder, not this guy. Who are you? Yeah, stop right there. Stehen bleiben. Ich glaube, das hilft wenig, Leon. Hey! Nicht mal eine Stunde und wir haben das geschafft, ja. Also Spielzeit halbe Stunde, 38 Leute, Genauigkeit 69. Ich war mal besser. Ich habe 5-mal Schaden erlitten. Ich habe im ersten Playthrough sehr viel Schaden eingesteckt. Ich habe auch sehr oft, neu angefangen. Also das ist nicht von der Hand zu weisen, um halt bessere Playthroughs zu machen. Aber was soll man? Sacrificial lamb.
You will receive our most sacred body. It begins now. Es ist ein anderer Take von Settler, finde ich. Anstatt mit ihm zu telefonieren. Fuck. Beziehungsweise diesen Codec-Gespräch zu haben. Hey Yankee, got your name? Leon. Quiet, baby. Ah, meine Weste wird doch gezeigt. Sehr schön. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, hmm? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl? Talk. Now. Talk. Now. All right. See, heard chatter about moving a señorita. Moving her? Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Hanging with you, not healthy. Wirklich coole Actionsequenzen hier. Viel besser als einfach nur, ja, der läuft. Ja, es ist cool. Das ist geil gemacht. Ich meine, im alten Spiel, da war das so, da läuft einer, Leon nutzt sein Bein als Stütze und lässt ihn einfach nur auf sein Genick fallen. Ist ein bisschen, ja, lächerlicher und das hier ist cool gemacht. Shit, they took my gear. Oh no! They took my gear! The fuck? Condor 1 to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1, out. I take it. That was my last one. Ja, Leon gibt dir auch Informationen, wenn du etwas nicht mehr im Inventar hast, dann sagt er, I think that was my last one. Also, die haben wirklich sehr coole Sachen hier gemacht. Ein Küchenmesser. Ja, jetzt... Jetzt will dir das Spiel beibringen, wie man... Also die Stealth-Funktion benutzt hier. Hey! Wow, 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 wow! So, wo bist du kleine Sau? Yes! Erste Ratte von 3. Da ist die zweite. Oh, du kleine Scheiß... Scheiße! Na, komm mal! Wo bist du, wo bist du, wo bist du, du kleine Scheiße? Wo bist du? Oh. Come on! Yeah! Okay, ich weiß, dass da noch eine Ratte ist. Und dann hätten wir zwei der Aufträge erledigt. Vielleicht kann ich ja tatsächlich mal eine Waffe upgraden. Der läuft immer vorbei.
und ich weiß, dass hier noch eine Ratte ist. Ja, du kleine Scheiße! Komm an! Komm her! Komm her! Ja! Mit dem fucking Messer! Ah, weil ich habe diese Quest ja erst gesehen, wo ich dann bei einem gewissen Freund war. Und ja. Oh, fuck you! Fuck you! Leon! Oh, yeah. I'll be taking these back. Die Messer kann ich ja alle verkaufen. Oh, ich habe keine Schlüssel, ne? Das ärgert mich so ein bisschen. Ja, immer das Messer ausgerüstet zu haben, weil das ist viel besser. Ich werde die Messer alle verkaufen. Ich werde nur mit meinem eigenen Messer laufen. Flintenmunition kann ich immer noch nicht herstellen, weil das wäre eigentlich eher was, was ich herstellen will. Und dann werde ich gleich bei unserem Freund hier... Over here, stranger. Who's that? Who's that? Das ist einfach mal eine andere Variante vom Merchant. Ich gehe erstmal hier ein bisschen rum. Habe ich hier noch was? Let's do some business then. Ey. Ja, ist so ein bisschen Pirate-mäßig halt, ne? Da gehe ich noch nicht lang. Gibt's hier noch was? Oh, nee. Took care of a request, did ya? Ha! I can tell by the look on your face. Welcome! Good stuff, stranger. I've got something new for you, mate. Tauschen. Ah, Laservisier. Ich glaube, das... Obwohl, okay, warte. Das Laservisier nehme ich. Das nehme ich. Also ich will ein bisschen Geld haben. Deswegen mache ich das alles. How have we procured these curiosities? Good instinct, stranger. Glaube you das. Can't go wrong with that. Ja, okay. I still have some new items you might be interested in. So, verkaufen. Ach so, warte. Nope. Ich habe nicht viel, aber ich könnte jetzt zum Beispiel, ja. Edelsteine. So, 21.000 finde ich ganz okay. Ach, nur Runde oder was? Hast du hier was? Okay, dann den verkaufe ich, den verkaufe ich und den verkaufe ich. Den behalte ich. Get yourself killed now. Welcome. Okay, badum, 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 badum. Your valuables won't do you much good in the grave. Obwohl, ich könnte noch warten, bevor ich noch was den verkaufe. Das ist ja schon an sich gar gut Money. Dann werde ich die Red 9 verkaufen, weil ich will eine andere. Stranger,
Ooh, I'll pay a pretty penny for that. Weil ich will wieder eine, ich will doch die wieder haben. What you see is a wise choice, mate. Its ammo will penetrate just about anything. Weil die ist doch um einiges besser. Came into some other bits and bobs too, mate. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Ah, die Butterfly. Das ist jetzt die Frage. Aber erstmal, okay, die habe ich ja vollkommen ausgerüstet. Erstmal Repair. That's good work, if I repair. Do say so myself. Boom. There you are. Boom. As boom. You boom. Try that on for size. Dann Feuerwarte. Our craftsmanship demands no less. See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the difference right away. You've exhausted our normal range of services for this weapon. If you're interested, die will ich, glaube ich, nicht so hoch machen. You catch my drift. Es ist eine Frage, die Broken. Still have some new items you might be interested in. You'll get also bang for your buck, I guarantee it. Ah, da ist die Stingray, die Killer 7. Ich könnte sie mir locker holen. Ja, und oh, für 2 Millionen kann man sich den unendlichen Raketenwerfer holen. Das ist ja superb. Ich glaube, die kann man aber auch freischalten. Killer 7. Das ist halt die Revolver, die ich mir holen will. Ja, die braucht kein Mensch. Stingray. Die Striker. Halbautomatische Flinte. Die ist halt besser. Weil das kann man halt. Magazingröße ist besser und die Feuerrate ist besser, aber die andere ist halt präziser, ne? Aber die hat halt mehr Bums. Ist halt die Frage, ne? Aber ich brauche Power. Ich brauche Power. Das ist eindeutig. Bolzenwerfer. Ob ich die diesmal benutze, ist so eine Frage. TMP, also diese Machine Guns. Ich bin nicht so der Stagger-Freund von den ganzen Sachen. What can I do you for? Ich weiß nicht. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Ja, ich glaube, ich verkaufe die beiden. Thank you. Got a selection of good things on sale. Und dann hole ich erstmal die Killer 7. Why not? Honestly, this might be the only gun you need. Ja, weil die hat ein automatisches Visier. Und die Striker. You'll be shooting off some nasty fireworks in quick succession with that. Okay, alles klar. Dann gehen wir zum Tunen. Ach ja, ich habe noch die ganzen Messer vergessen. Küchenmesser. Bumm, bumm. Habe ich noch irgendwas, was ich nicht brauche? Goodness Klaus. Erste-Hilfe-Spray, Schießpulver, Rohstoffe. Hochleistungs-Zielfernrohr. Nein, das brauche ich. Die Schulterstütze für die Red 9 brauche ich dann nicht. Und die Last Laser-Visier, ja, alles klar. A deal well struck. So, tunen. Anything else I can help you with? A well-tuned weapon can make ja, up erstmal. Bum, 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 bum. Bam. Dazzled, bam. Come back when you can actually pay, mate. Boah, das hat aber viel gekostet. Ja. Nachladegeschwindigkeit. Try that on for size. Weil die werde ich nachher aufpimpen. Die ist schon so stark, ey. Das ist unfassbar. Die beste. Das ist halt die beste. Und die hat auch ein automatisches Laservisier, also ja. Ja, die hier, wollen wir mal gucken. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Wield it. What can I do? Da brauche ich nicht. Ja, mal gucken, welche Aufträge wir noch so machen können.
Ich habe ja hier das hier. Ach, was mache ich hier? Punisher. Yes, baby. Und die ist halt mega stark. So. Da-dum. 7 Schuss. Nee. Das ist jetzt so eine Sache, die ich nicht so haben will, weil. Dahin und du. Bist da. So. Aufbewahrung. Ich brauch dich erstmal nicht. Verstauen. Und Hochleistungs-C-Fernrohr brauche ich nicht, weil dieses biometrische, das brauche ich auch nicht. Verstauen. Ja. Bin somit erstmal zufrieden. So, ja, mein Gott. Nee, benutzen. Ah ja. Aber meine Energie wird nicht höher, das weiß ich. Ja, wir haben 11. Dann würde ich sagen, ja, so kann ich speichern. Okay, das war ein bisschen Management. Jetzt wollen wir dieses Ding holen. Ich werde es jetzt versuchen, recht schnell zu machen. Oh, fuck you. Wie krass, dass das, Steuerkreuz dann weg ist, sobald man das Laservisier hat. Full Astero? Aua, aua, aua. Present for you. Oh, dieses Autograppen. Ah, oh, das war all not good. Ah, ich bin schlecht gerade, ich bin sehr schlecht. Mein Ansatz ist ein bisschen falsch gewesen. Ich wollte, ich, ja, den Schatz mache ich später auf. Ah, come on! So, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, Leon, ja, habe ich? Danke. Ruby? Dafür muss ich mir Zeit nehmen. Ah!
finde es wunderbar, dass die hier echt manchmal nicht reagieren, aber das ist halt... Aber ich habe mir jetzt einen Weg, ich sozusagen Weg ein bisschen verbaut. Wo man sagen kann, ja, da gehe ich hin, da kann ich erstmal in Ruhe machen, weil die müssen jetzt erstmal ein bisschen weiter rennen. Was ein bisschen nicht schlecht ist. Ich will ja unbedingt, ne? Ich will es ja immer unbedingt. Ey, Gegner ohne Waffen. Gegner ohne Waffen. Ein kleiner Schlüssel. Die Zeit nehme ich mir. So. Rubin? Das ist doch geil. Ach, da bist du, du kleiner. Oh, ich finde, das habe ich besser gemanagt als beim ersten Mal. Also, klar, ich habe jetzt auch die Waffen und so weiter und so fort, aber das ist jetzt besser abgelaufen, wie ich dachte, weil, klar, ne? Man weiß Bescheid. Okay, so, herstellen. Ja, ich bin ein bisschen mit der Rambo-Technik hier, mit der
mit der Striker hier, aber what? Oh, da ist noch Geld. Wie gesagt, das hilft sehr viel, wenn du die Brücke hier zerstörst. Dann hast du erstmal Ruhe und Zeit, ein bisschen durch die Gegend zu rennen. Finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Wo? Ja, die Alte kann von mir Stress machen, wie sie will. Dann gehen wir jetzt da ganz gemütlich hoch. Und ich dachte, der Kampf wäre ein bisschen schwieriger, eindeutig. Aber wenn man ein bisschen weiß, wie man sich verhält und die Räume hier kennt, dann geht das schon. Klar, man kann das alles schnell machen. Man kann hier ziemlich schnell. Oh. Oh, seid ihr neu getriggert worden? Ach, ihr könnt mich mal. Sorry. Oh. Sorry, Leute. Ich bin hier durch. So, jetzt mal ganz scharf überlegen, wie ich da durch dieses Gebiet gehe. Klar, ich werde da jetzt noch ein paar erledigen. I've been waiting for you. Welcome. Ooh, what you buying? Das verkaufen wir. Your valuables won't do you much good in the grave. Das ist aber ein Dingens. Wo sind die Messer? Küchenmesser. Ja. Thank you. Will that be all then? Crossing your T's, dotting your I's, that's the way to be. So. Don't get yourself killed now. Koffer anpassen. Waffenmodifikationen sind 5% weniger. Raketenwerfer ist 20% günstiger. Darauf werde ich später zurückkommen. Reparaturen der Schutzweste ist 30% günstiger. An sich ist das alles ziemlich gut. Ja, nee, gut. Ja, Liam, das ist alles nicht einfach. Ich hatte wirklich tatsächlich Probleme beim ersten Mal durchspielen da in diesem Raum, aber ahí está. ¿Qué coño?
Wo bist du? Shit! Oh, hab ich hier noch eine Falle? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich noch eine Falle hier, ey. Das ist ja... Saphir. Kann ich das einsetzen? Glaube schon. Ne? Ah, nee, ist nicht eckig. Oh, shit. Dann nimmt ihr nur eckige, oder? Ja, dann nimmt nur eckige. So eine Fuck-Scheiße. Die umgehen wir mal langsam. Oh, fuck. Oh, fuck. Well, ach, das habe ich verkackt. Na los, komm her. Da wollte ich ihn eigentlich reinmachen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das war schlecht. Das war nicht gut. Das war kacke. Spielladen. Das war kacke. Oh Mann. So. Ah nee. Also, nochmal. Lauf nicht in die Falle, lauf nicht in die Falle, lauf nicht in die Falle! Oh, Gott sei Dank. Weil die Fallen, das sind so die einzigen... Ich habe einen Plan. Aber ich weiß jetzt ungefähr, wo auch die Fallen sind. Oh, diese Fallen, da muss man echt aufpassen. Weil man kann die Gegner, wie ihr schon gesehen habt, da reinmachen. Und ich will da Dr. Salvador unbedingt reinmachen, weil ich will den Smaragd haben. Dann habe ich den Saphir. Oh. Kann ich da was schon machen? No, ne? No, 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 no. Herstellen? Nö. No. Nur eine Blendy. Blendy, nö. No. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, ich habe ein bisschen zu wenig. Ich meine, die wird mir wenig helfen, aber ja. Oh, das ist natürlich schlecht. That was not good. Bekommen.
Okay, jetzt ganz genau auf den Boden gucken. Da ist einer, da vor der Treppe ist einer. Den werde ich schon mal kaputt machen. Dann ist hier einer dieser Puppen. Die habe ich aber schon. Ich weiß nicht, ob man dieses unendliche Messer hier unbedingt braucht. Okay, da ist eins und da ist eins. Okay. Komm her! Na los! Renn da rein, renn da rein, renn da rein! Yes! 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 Okay, ja. Ja, I take it. Ja, also ein Messerkill mit dem Messer, den man hier hat, das ist schon mega. Das lief doch super souverän. Da brauche ich gar nicht mehr zurückgehen. Außer natürlich hier. Da kommt's erst. Da kommt's erst. Man hätte jetzt auch durchrennen können und sagen können, haha, renn mal durch. Oh! Man hätte auch mit ihm hier kämpfen können. Das ist ein Schatzschlüssel. Haha. Sieht. Bärenfallen. Größten Feinde verlieren. Ach ja, jetzt kommt das Rätsel hier, ne? Stimmt. In so einem kleinen Raum das zu machen ist so ein bisschen too shabby. Someone has shown up their neighbors. Aha. Gucken. Ein braunes Ei. Eier. Solche Eier brauche ich. Familienfoto, endlich. Fleisch unseres Fleisches. Blut unseres Blutes. Dankt unserem Herrn. Ja. Wirklich krank. Kranke Sache, die hier abgelaufen ist. Kleiner Schlüssel. Jetzt werden die mir in die Fresse geworfen. Wie noch niemals zuvor. Handgranate. Wie viele habe ich denn? Eine? Ach ja, ich habe die eine benutzt für die Brücke. Was glaube ich nicht nötig war. Was war das? Kind? Schwein, Kuh und Schwein? Oder war das hier Ehre? Oder war das Schwein hier? Und die Kuh hier? Kind. Kind war das. Okay. Okay, da kommt gleich ein Guter um die Ecke.
Leon, das war doch nicht anstrengend, oder? In Hochachtung von seinem Meister bot das Volk Illuminados 4.3 teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer, seinen Fans das Getreide, Schwein und Kind. Ja, das ist halt das Rätsel hier. Wo man denkt, ja. Okay, wir wollen das noch nicht triggern. Obwohl, ich brauche hier das Speichern nicht. Das Einzige, was ich hier gerne machen will, ist... Das hier. Haben wir auch alles. Ja, nochmal schön sortiert. Wie viel habe ich? 10. Okay. Wovon habe ich am wenigsten? Natürlich das. Wir brauchen ein bisschen Gewehrmunition. Gewehrmunition ist immer gut. So. So, und einfach umdrehen. Hä? Hä? Doch andersrum? Okay. Dann war das so rum. Aufzeichnen, dass du... Ach ja. Das, wie gesagt, dass das hier alles hier durch die Gegend passiert ist und so. Ja, das passiert später, aber ich will es versuchen, diesmal hinzubekommen. Nee, das mache ich noch nicht. Ach, da ist die Insignienschlüssel. Da mache ich das doch erstmal. Ich werde mal versuchen, wenn ich hier später komme, mit unserer gewissen Baby Eagle ranzukommen. Und da ist er, Mr. Mendes. Hey, das ist nicht die Waffe, die ich habe. Das Messer zeigt er einmal. Okay. Das erste Mal, dass er seinen Hut verliert. Ja, hier machen wir eine kurze Pause. Ja, ich bin viel schneller unterwegs, klar. Getötete Gegner, Tode 9, 16 Mal Schaden erlitten, ja. Mein Gott, diese Brückenszene, die war schon hart. Okay, Schreibmaschine, deswegen, da braucht man nicht speichern. Ich weiß nicht, warum da eine Speichermaschine ist. Und ja, wir sind gleich wieder da. Machen dann auch gleich weiter. Ich mache nur eine kurze Pause und dann wollen wir mal schauen, wie weit ich das treibe. Okay, meine Damen und Herren, dann let's go. Mein Gott, wir kommen aber echt gut voran. Bruce Secondor 1, I've got that intel you requested on Louis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1, out. Hier ist noch was gewesen. Sadler.
Ah, ich darf eins hier gleich nicht vergessen. Na, ich habe hier auch alles mitgenommen, oder? You too, huh? Und da ist er, unser geliebter Hund. Das ist ja mehr ein Wolf als ein Hund. Ne? Ah. Take care of yourself, buddy. Wirklich so ein Sunshine Boy. Take care of yourself, buddy. So. Was war denn hier? Schießpulver? Immer nur Fledermäuse? Oh, okay. Die Hundis wollen auch noch was. Okay, alles klar. Ein Moment. So, Hunde sind schon für ihn versorgt. Man hört von ihm. Ah, jetzt kommen die Hundis, ne? Okay. Wir sind jetzt da durchgekommen. Eigentlich habe ich alles hier gelootet. Außer jetzt da hinten. Oh, du Scheißhund. So, dann wollen wir mal gucken. Da muss ich mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren, die Hundis, ey. Alter Kompass. Könnte man da was reinsetzen? Nee, ne? Ja, 5000, 8000. Oh, stimmt. Habe ich ja komplett vergessen. Edelstein einsetzen. Jo, 31.000, nice. Hä? Un forastero! Un forastero, ja, come on, bitch!
Oh. Oh, for La Stella, baby. Ist nicht weg, ne? Ich fass es nicht. All right. Die ist weg. So, gab's hier noch was? Ich überlege gerade, dass ich hier nichts vergesse. Die hätte ich sofort messern können, ey. Zehn? Hab ich tatsächlich nur 10 oder was? Naja. Das sollte eigentlich eine sneaky Mission sein. Aber that is Resident Evil 4. Da geht man brachial vor. Weil da hätte man einfach hier runtergehen können. In der Demo war übrigens der Gang offen. Also noch, das konnte man erreichen, bevor man die Sequenz da auslöst. Und dann konnte man sich hier die TMP holen für die Demo. Das hat man aber hier beim Startspiel jetzt geändert. Weil auch ein bisschen krass wäre, wenn du hier schon die TMP hättest. Das ist doch... Außerdem, das wäre ein krasser Geldboost gewesen. Ja, gucken wir nochmal hier oben. Wenn nichts hier gibt, dann gehen wir denselben Weg zurück. Aber ich glaube, ich habe alles, ne? Wand mit Durchbruch. Ja, ich weiß, aber da kann ich noch nicht hin. Bauernhof. Ich habe den Schlüssel noch nicht, ne? Ne, ihr habt den Schlüssel noch nicht. Daher runter hier. Wie gesagt, das ist mein zweiter Durchgang, deswegen ist das auch hier so, ja, vielleicht nicht so krass wie bei Resident Evil 1 Remake, 2 Remake, 3 Remake, die ich schon zigmal durchgespielt habe. Also was heißt zigmal? Also so maximal 4-5 Mal. Weil dann würde sich die Kenntnis auch hier anders anfühlen. Aber klar, ich gehe hier mit einer gewissen Kenntnis hier ran. Oh, man wird ja nicht mehr vergiftet, ne? Okay, die Viper nehme ich. Viper. Viper auf Deutsch, Mensch. Herstellen? Du?
bisschen. Einfach nur, damit ich weniger in der Tasche habe. Einmal kann man es ja machen. Einfach mal in Sicherheit wegen. Ah, Geld ist so die richtige Antwort hier. Munition, ja, okay, okay, okay. Wieder Sattler. Ein bisschen Gasstimmung. Schlaf selig, gedeih, mein Kind. Wenn dein Körper deine Kleider entwächst, so wird deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentner Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeih, mein Kind, und deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Ja, die Rede ist hier von Ey Gigante. Eieieiei, die haben hier echt Trolle gezüchtet, hier haben die. Also das sind für mich Trolle. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber es sind auch... Das sind Trolle für mich. Das ist klar wie Kloßbrühe. Was ist das hier? Erste Hilfe Spray. I take it. Why not? Und hier ist er... Come take a look. Kann die eine Viper schon mal verkaufen? Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice. I knew you were a go-getter. Where would it? What can I do you for? Tunen? Erstmal repair. The care it deserves, mate. Repair. That's good work, if I do say so myself. Das ist jetzt die Frage, mache ich die Power voll hoch oder? A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Naja, See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the difference right away. Mal ganz hingröße ist mir erstmal Wumpe. Try that on for size. Still have some new items you might be interested in. My back is... Don't get yourself killed now. Eine von drei Vipern, alles klar. Vipern. Vipern. Ja, das geht klar. Wie viel sieht meine Energie aus? Ach, da können wir doch hier, da können wir Krautmann hier. Warum nicht? Speichern. Ne, hier ist nix, alles klar. Dann gehen wir mal erstmal hier weiter. Diese ganzen Kerzen, ne? Also ohne Scheiß, Respekt an die ganzen Leute. Das ist unfucking fassbar. A church. A church. I made it. Überraschung. Okay, dann können wir auch gleich die beiden Dinger gleich machen. Ja. Er wollte nur seinen fucking Job machen. Ich glaube, die zwei sind das auch. Ja, das sind die zwei. Gab es hier noch was? Nee.
New Items oder sowas. Fast, was ich nicht sehe. Ich werde nachher hier einfach nur weg hier. Einfach nachher nur weg hier. Aber nö. Gehen wir weiter. Ja. Condor One to Roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor One, out. Ja, man kann hier aber noch vorher ein bisschen reingehen. Halt schon ein bisschen mal vorlooten. Aber ich bin noch nie die Leiter hier hochgegangen. Ach ja, ihr habt's ja sehr clever gemacht, ne? Sehr clever gemacht habt ihr das. Ja, das. Ich würde schon sagen, das ist schon recht nice. Werden wir auch den Kampf eingehen? Und das ist der Schrank, der nachher umfällt. Alles klar. Schade. Nee. Das ist der Gang, wo ich rein muss. Meine ich doch. Wieso machst du das nicht auf, Leon? Again. Wieder Ashley. Natürlich. Mach auf die Kacke. Gelber Diamant. Oh. Aber ich habe nichts zum Einsetzen, ne? Ah, okay. Eine Karte. Lake. Let's hope for no more surprises. Weiß nicht. Ich glaube, wir kommen noch beim Merchant vorbei, bevor wir da gehen. Ich werde jetzt hier nicht speichern. Weil jetzt kommt ein Kampf. Das weiß ich. Den werde ich ganz so wie den machen. Das mache ich schon mal auf. Aber werde nicht durchgehen. Du bist ein Arsch. Come on, Alter. Ich nehme es schon wieder mit jedem auf hier. Das ist doch echt
Echt nicht normal. Sehr souverän geklärt. So. Nur beim Feuer verhält sich Leon für mich so ein bisschen bla. Ja, okay, okay, okay. Alles klar. Dann ein bisschen hier. Ah, da komme ich später hin. Jetzt weiß ich endlich, was das für ein Shit hier ist. Das ist für ziemlich später. Na los, komm her. Na los. Was? Ja, das war doch mal was. So, das ist die einzige Frage, die ich mir stelle. Was soll diese Falle bewirken? So, das ist der Rückweg wahrscheinlich, ne? Hm. Okay, okay, okay. Ich weiß, hier gibt's blaue Medaillons. Das weiß ich auch noch. Die eine Quest hier. Ah, ja. Good luck finding someone big enough to use this thing. Stimmt ja. Ah, warte. Sterbeanimation. Du bist nicht dead? Jetzt bist du dead. Ah, es hat nicht alle getroffen, aber naja, immerhin haben wir einen Saphir. Ja, damit könnten wir einen Schatz wieder bestücken. Da, das ist zu. Das ist auch zu. Ah, was ist für El Gigante? Ja, der hockt da.
So. Nee. Machen wir es mit Skill, Baby. Naja, okay, was heißt mit Skill? Aber mit Dingens. Das war einer. Ich glaube, die restlichen sind auch da drin. Ja, das können wir später aufmachen. Wie sieht's aus? Kann ich was craften? Hab so viele Granaten, Alter. Das kann eine Bombenstimmung werden hier. Herstellen. Oh yes. Oh yes. Ja, oh, hier kommt schon der Merchant. Ja, deswegen braucht man kaum da speichern, also wenn man den Kampf da gut macht. So, that's a request done. And dusted, eh? Good stuff, mate. Die Schießbude will ich eigentlich nicht machen hier in dieser Kampagne. Weil das ja wirklich nur diese Anhänger sind. Da kriegt man jetzt nicht besonders etwas, was mir sofort nützen würde. Okay, dann werden wir hier kommen. Ah, kein Schlüssel. So ein Mist. Wait. Oh. There it is. 6. Ich habe bisher auch nicht irgendwie nach einer Lösung geguckt, also die habe ich alle so selbst gefunden, 6 Stück. Aber ich glaube, hier sind so ein paar versteckt, die kannst du ohne Hilfe nicht finden. Hundertprozentig. So, verkaufen. Your valuables won't do you much good in the grave. Ich meine, das kriege ich ja so oder so nochmal wieder, ne? Obwohl, nee, ich lasse es. Ich will unbedingt mal gucken, wie das sich... Well done, Stranger. Wie das sich... Ausmacht. Give that the care it deserves, mate. Ja, das Messer ist schon mega krass. A well-tuned weapon can make up for a... See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the difference right away. Got us a comeback anytime. Moment. Nee. An sich alles super. Okay, ich würde sagen, dann beenden wir diese Session hier. Ich wollte schon wieder weitergehen. Mit dem ersten Part unseres Resident Evil 4 Remake PlayStation-Reihe zu Resident Evil 4 Remake, meine Güte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir. Und ja, dann werden wir gucken, wie wir uns in dem Delago hundertprozentig stellen. Ich denke mal, wir kommen auch zu Ashley hin. Und ja, da wird wahrscheinlich noch der Elgigante wird kommen. Mal gucken, was wir da noch so schaffen werden, um ein paar Spinels zu bekommen. Mal gucken, was ich da forcieren werde. Aber ja, bisher läuft das sehr, sehr gut. Besser als gedacht. Ja, ich würde sagen, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Resident Evil Zeug oder gar PlayStation gefällt, dann hinterlasst auch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK, das ist GameStage 5 und wir sehen und hören uns, wenn es heißt
Leon, ja, Leon rescues Ashley. Bye bye.